Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier in meinen Räumen. Zu einer Spezialsprechstunde begrüße ich Sie herzlich, heute zum Thema Wadenwickel. Wie Sie aus meinem Video über Fieber behandeln ja schon wissen, gibt es mehrere Möglichkeiten, das Fieber zu behandeln. Eine davon ist die in Anführungszeichen natürliche Behandlung über Wadenwickel. Dass das gar nicht so einfach ist, beziehungsweise von vielen nicht genau gewusst wird, wie man das macht, das ist der Grund dafür, dass ich dieses Video mache. Wadenwickel macht man dann, wenn die Waden, egal ob von Kindern oder Jugendlichen oder Erwachsenen, warm bzw. heiß sind. Nur dann kann man durch Abkühlen von diesen heißen Hautpartien eine Abkühlung der Temperatur erreichen. Also das ist die Regel Nummer 1. Wenn Sie Wadenwickel anwenden wollen, dann müssen Sie vorher prüfen, ob die Waden, und zwar tatsächlich die Waden, also die Unterschenkel, ob die warm sind und oder sich sogar heiß anfühlen. Es gibt nämlich speziell zu Beginn einer Fieberperiode die Phase, wo die Extremitäten kalt sind. Sie sind schlecht durchblutet und damit ist keine Hitze in den Armen und in den Beinen. Dann machen Wadenwickel keinen Sinn, muss man dann warten. Also, Waden sind warm und heiß und dann machen Wadenwickel Sinn. Das Zweite, was Sie beachten müssen, diese Wadenwickel dürfen nicht zu kalt sein, sonst erreichen Sie das Gegenteil. Heißt, Sie machen Wadenwickel mit Wickeln, die lauwarm sind. Ungefähr 18 bis 20 Grad sollte das Wasser sein, mit dem Sie ein Handtuch nass machen, und zwar richtig nass. Und dann bringen Sie es aus, so dass es gerade nicht mehr tropft. Und dann wickeln Sie dieses feuchte Handtuch um die Waden herum. Und da drumherum ein trockenes Handtuch. Und dann legen Sie diese umwickelte Beine auf eine Moltonunterlage oder eine Plastiktüte, so dass das Bett nicht nass wird oder die Wohnzimmercouch oder wo immer der fiebernde Patient liegt. Und dann lassen Sie diese Wadenwickel etwa 20 Minuten liegen und dann kann man das wieder erneuern. Sie werden sehen, damit lässt sich tatsächlich das Fieber senken, nicht großartig, von 40 vielleicht auf 39,5 oder 39,2, aber alleine diese, wenn auch minimale Senkung, führt oft zu einer deutlichen Besserung des Fieberzustandes. Subjektive Besserung. Patienten fühlen sich besser und dann haben sie ihr Ziel erreicht. Sie können das fortsetzen, solange der Patient mitmacht und auch Sie die Zeit haben, das zu tun. Es gibt nur ein Problem bei Wadenwickel und das ist das Problem mit den kleinen Kindern, wenn sie nicht kooperativ sind. Damit müssen Sie rechnen, dass kleine Kinder strampeln, es nicht zulassen, dass man da manipuliert und da haben Sie dann eben diese Möglichkeit nicht mit den Wadenwickeln. Aber manchmal kann man an der Puppe demonstrieren, wie das geht. Man kann sie das fühlen lassen, vielleicht machen sie dann doch mit. Aber es ist auf jeden Fall eine Alternative zu den Zäpfchen. Die Zäpfchen haben allerdings gegenüber den Wadenwickel einen Vorteil. Sie senken nicht nur das Fieber, sondern sie nehmen auch Schmerzen. Das können Wadenwickel nicht tun, aber oftmals ist einfach dieses hohe Fieber der Grund dafür, dass man sich elend und krank fühlt und keinen Appetit hat. Und deshalb ist es immer sinnvoll, wenn man spürt, dass das hohe Fieber einen Menschen beeinträchtigt, das Fieber zu senken, zum Beispiel mit Wadenwickel. Viel Erfolg, jetzt wissen Sie ja, wie es geht. Nachtschreck oder, wie wir Mediziner sagen, Pavor Nocturnus. Ich werde häufig in der Sprechstunde mit diesem Phänomen konfrontiert. Eltern sind, wenn sie das zum ersten Mal erleben, sehr erschreckt. Sie ahnen zwar schon etwas in diese Richtung, aber erst durch das Gespräch mit mir wird klar, um was es sich da wirklich handelt. Ich habe in den letzten beiden Hustenvideos über die Hustenarten und über die verschiedenen Hustensäfte geredet. Heute möchte ich Ihnen erläutern, welche zusätzlichen Möglichkeiten es gibt, Husten zu beeinflussen.